Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss jetzt gleich, ihr wisst ja schon, meinen morgendlichen Ablauf, wenn ich arbeiten gehe, 5.30 Uhr, ich muss los. Aber irgendwie ist bei uns zurzeit der Wurm drin. Beide Mädels husten und fiebern schon wieder. Nilane hat kein Fieber, aber Elisa, ich weiß auch nicht, woher. Die haben ja Ferien. Und die haben ja auch nicht mit der Außenwelt so viel Kontakt, nur wenn wir rausgehen oder so. Nun ja, egal, kann ich mir nicht erklären. Ich habe aber alles vorbereitet, das müsste dann bis 13 Uhr dann halt reichen. Ich habe Fiebersaft, Mucosolvan, weil die hustet, die soll mal ein bisschen Schleim lösen. Und Nasenspray, die Nase ist auch ein bisschen verstopft. Die war schon um 4 Uhr wach. Und somit ich auch. Ich habe meinem Mann ein Foto geschickt, einen Text dazu geschrieben, was er zu tun hat. Und jetzt gehe ich zur Arbeit. Und Gott sei Dank, ich habe heute um 13 Uhr frei. Danach kann ich die Mädels abholen und morgen ist mein freier Tag. So, und heute ist Mittwoch. Wie schnell die Zeit vergeht. Kaum ist Silvester vorbei und man ist schon wieder im alten Trott. So. Und jetzt muss ich aber los, sonst komme ich zu spät. Und draußen regnet es und stürmt es. Unglaublich, unglaublich. Ja. Aber jetzt. Hello, ich habe Feierabend. Ist aber schon 20 vor 2. Ich habe meinen Urlaub eintragen lassen, herrlich. Und habe noch ein bisschen was eingekauft. Und jetzt gehe ich mal die Mädels abholen. Ich weiß nicht, wie es Elisan geht. Werde ich erfahren. Ach Mensch, mir macht das immer noch sehr viel Spaß da. Die Leute sind toll. Ich habe meinen ganzen Urlaub für das ganze Jahr genehmigt bekommen. Und ich habe noch eine Woche plus. Das ist sehr gut. Und am Wochenende hat er mir freigegeben. Mensch, ist das herrlich. Man sieht es mir an. Ich strahle durchs ganze Gesicht, über das ganze Gesicht. Ich sitze nicht nur an der Kasse, das finde ich so toll. Ich habe so eine ganz große Vielfalt an Arbeit. Finde ich toll. Es ist total interessant, was ich vorher nicht gemacht habe. Die Mädels habe ich jetzt abgeholt. Nilay möchte unbedingt Edamame. Jetzt habe ich vergessen bei Aldi, bei uns, die ist nämlich diese Woche im Angebot, Edamame zu kaufen. Nicht in die Pfütze, von der anderen Seite bitte. Mama, ich mache einen Plan für dich, damit du weißt. Wir gehen nach Hause, waschen Hände, wir räumen Eis ein. Ja. Danach machst du Edamame. Ich warte in der Küche auf dich gegenüber. Mama, darf ich gleich mein Eis essen? In der Küche auf diesem Stuhl warte ich. Dann salz du die bitte, dann probiere ich, ob die gut sind. Wenn nicht, musst du noch mehr salzen. Dann esse ich das. Aber Wichtigste vom Wichtigsten, du machst kein Essen, weil ich esse jetzt das hier und ich habe keinen Hunger, weil ich bei Oma gegessen habe. Ah, hast du es verstanden? Wir haben es dokumentiert. So, jetzt bin ich mit den Mädels nochmal nach Aldi, um Edamame zu holen, weil ich es vergessen habe. Ja, und ich habe ein Mein Beileid. Nilay muss unbedingt heute Edamame essen. Ich habe keinen Hunger, weil ich schon gegessen habe. Ich werde Oma anrufen und fragen. Ich habe sie gar nicht gefragt. Was habt ihr denn gegessen? Brötchen. Ach so, ja, stimmt. Ihr seid Mama, und guck Apfel, mal. Apfel, Kaki und Mama. Alles klar. Du, Kaki? Mama, ja, Kaki haben wir gegessen. Guck mal. Nix. So, fahren wir jetzt nach Hause. Ich habe die Faxen dicke. Ja, ich habe auch die Faxen. Mama, darf ich aber gleich kurz anrufen? Ja, der hat sowieso angerufen. Wir müssen ihn gleich mal anrufen. Ja, aber jetzt erstmal nach Hause. Meine Karte einlösen. Ja, wird das schon machen. Mama, Entschuldigung wegen gerade. Was war denn? Das mit den Büchern. Ja, alles gut. Alles gut. Ich freue mich schon so auf wieder mal, wenn wir mal gemessen. Jetzt sofort? Ja, natürlich. Da, Mama. Wieder Mama. Mein Geschenk? Ja, das habe ich dir geschenkt. Du hast mir das geschenkt? Ja, aber da ist nichts drin. Überall ist nichts drin. Okay. Weißt du, was du machst? Genau, das nimmst du Wasser, weil dann geht das viel schneller. So, jetzt soll ich das aufmachen? Ja, das und das. Ist für mich? Ja, sehr viel. Oh, da ist ein Deckel, ein Löffel, oh, Creme. So, das ist was? Oma, was ist das? Hey! Es ist für mich. Und sie hat mir eine Karte fertig gemacht. Das ist aber nicht von dir. Was steht da?
da steht, Elisanne hat geschrieben, das ist ein Gutschein für Mama, ein Tag mit mir, ein Mutter-Tochter-Tag Geschenk. Wirklich? Ja, hast du drauf geschrieben. Lass das hier drin, öppi, wo sind wir? Egal, anyways. Wir machen jetzt alle zusammen Edamame. So. Und wer Edamame auch mag, lässt ein Like da. So, lass Mama, was sagst du zu uns? Ich freue mich, wenn du lange gemacht hast. Sehr schön. Und ich noch Edamame. Da kommt das heiße Wasser und dann muss das erstmal aufkochen. Und dann kommen die in das kochende Wasser rein, ne? Ja, das Wasser kocht da doch schon. Wasser kocht doch schon. Ihr habt doch gegessen. Hast du gesagt, du willst Edamame essen? Ja. Mach zu! Tiefgefrorene Hühnersuppe. Die werde ich jetzt auftauen. Und dann mache ich da drin. Danke. Ich esse das Eis. Da kommt noch gleich Knödel, Mini-Knödel rein. Beim Essen. Und dann wird das gut schmecken. Locker Eis, bestes Eis, was es gibt. Alles, ne? Ja. Alles rein. Vorsicht, alles rein. So. Die Zeit stelle ich ein. Wie lange? 5 Minuten. Jetzt ist Taste-Test. Ja, guck, und dann weißt du das, kannst du selber machen. Ja, demnächst mache ich jetzt selber Salz drauf. So. Ist das Salz oder ist das Zucker? Das ist Zucker. Das brauchst du nicht. Kannst du rein. Mama, bitte mach viel, okay? Ich muss das erschwenken. Da ist genug Salz dran. Ah, für den am Schokosalz, ja, fürs Hund. Okay. Gesell, ne? Mein Türkisch ist so on point, ne? On point? Ja. Boah, die geil. Also die sind ja mal voll lecker. So. Richtig krass. Mal gucken in deinen Mund. Ob deine Backenzähne schon da sind. Oder ist einem jemand eingeschlafen? La 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 la. La 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 la. Hä? Soll ich mal gucken im Mund? Nein. Nur fühle. Mama, jetzt tut es nicht. Nur fühlen, Schatz. Du weißt, ich tue dir nicht weh. Zeig mal. Ui, du hast ganz kalte Hände. Oh ja, da kommen die. Oh ja, askarisch. Da hinten ist ganz weiß. Bakim. Ah, da kommt. Nicht so weit aufmachen. Ein bisschen zu. Ja, einmal da. Es richtig, tut weh, ne, beim Kauen. Ja. Jetzt willst du nicht checken, wie gesehen. Du bekommst jetzt noch mehr Backenzähne. Das heißt, boah, du kannst jetzt viel besser kauen dann. Guck mal, Elisan, sieht meine Küche so aus? Nein. Geh und räum mal deine Küche auch auf. Aha. Ja, das, was du bei mir siehst, musst du auch selber machen. Du schaust Seiten. Ach so, du kannst ja probieren, ja? Und wenn du dann magst, dann isst du. Ja. Und wenn du nicht magst, dann sagst du Mama, ich mag das dann nicht. Dann esse ich halt was anderes. Ja. Aber kein richtiges Essen. Aber ich habe keinen Hunger. Aber weißt du, wenn Kinder kein richtiges Essen essen, ne? Die werden nicht groß und die werden auch nicht stark. Ich weiß, dass dein Mund wehtut. Soll ich dir vielleicht eine Suppe geben? Mm-mm. Eine Suppe brauchst du nicht kauen. Hm? Keine Suppe. Eine Suppe brauchst du nicht kauen. Nein, Mama. Das mit den Kauen ist schon okay. Okay. Na, Palomkisana. Ich möchte nicht das essen, was du heute machst. Palomkisana, wir haben nie gute Chokes. Ich möchte heute mal was an. Was ist denn was an? Pommes? Nein. Soll ich euch Pommes machen? Ich möchte was anderes. Also, Nele, möchtest du eine Pommes? Ja. Ganz sicher? Ja. Du auch mit Ketchup? Nein. Aber nicht viel. Pommes muss man kauen. Du hast gesagt, kauen wäre kein Problem. Ja, aber bisschen Toni macht. Aber bitte nicht viel. Hä? Nicht viel.
Also ich habe jetzt keinen Hunger, aber ich will wieder machen. Okay, dann lass, dann brauchst du nicht. Wollt ihr eine Suppe? Nein. Ich nicht. Ich möchte nicht. Sollen wir spielen? Ja. Heute habe ich einmal von Ableinbrot probiert und einmal von mir Mama, selber. Wenn ich mit dir spiele, ne? Au. Erinnert dich daran? Geh einfach noch nehmen, ne? Ja, lies dir doch das eine Buch vor. Nein, darf ich sagen, nein. Wieso denn? Anne, ich spiele mit dir. Und danach geben und nehmen, du weißt Bescheid. Geben und nehmen, wei. Du weißt Bescheid. Ihr wisst Bescheid, geben und nehmen. Geben, also keine Pommes? Nee. Nein. Alles klar. So, es gibt hier Hühnersuppe. Das wird aber natürlich nicht reichen. Jetzt ist die Frage, mache ich diese Mini-Knödeln dazu oder Nocchis schmeiße ich rein? Ich habe mich jetzt für die Nocchis entschieden. Die habe ich einfach jetzt in die Suppe geschmissen. Die werde ich jetzt 2 Minuten kochen. Also was heißt kochen? So einfach ziehen. Und dann ist das quasi Suppe mit Klößchen. Also, ja, das wird bestimmt lecker. Freut sich mein Mann. Was ist denn los? Abel habe ich angerufen. Da ist noch nicht dran gegangen. Er hört noch nicht. Vermisst du den? Aber er hört doch seine Lieder. Da muss man ihn doch nicht traurig sein, sondern sich freuen. Er kommt ja bald. Ja, er kommt bald. Und wenn der gleich anruft, der ruft bestimmt zurück. Dann kannst du mit ihm ganz lange reden, okay? Musst du nicht? Aber ihr hört doch seine Lieder. Aber du bist trotzdem traurig. Geht mal tanzen, dann sage ich, Abel, Elisabeth hat ganz viel getanzt zu deinen Liedern. Doch, der freut sich. Der freut sich richtig. Ne? Nele, sie vermisst ihren Bruder. Elisabeth, der kommt in 10 Tagen. In 10 Tagen? Willst du mal sehen, wann der kommt? Komm, ich zeig dir, komm her. Geh, Abel, zeig dir das mal. Geh. Elisanne vermisst ihren Bruder. Also sie leidet wirklich viel drunter. Also was heißt leiden? Also sie tut sich sehr schwer damit, dass ihr Bruder nicht da ist. Er kommt aber bald wieder. Und jetzt hört sie die ganze Zeit seine Lieder auf Spotify. Aber cool, wenn man Barbies Videos gucken kann, ne? Ha? Wenn man die Lieder hören kann. Oh, wo guckt ihr euch das an? Auf YouTube. Ja, echt? Das ist mein Sohnemann, ey. Ich bin ja so stolz auf ihn. Man kann seine Lieder auf Spotify, auf YouTube, überall hören. Apple Music. Und das Mädchen neben ihm ist auch seine Freundin Amelie. Mit ihr hat er ein Video gedreht. Nadi. Überall könnt ihr ihn so finden. Ich muss wirklich sagen, ich finde das auch toll, ne? Das zeigt mir zwischen den Geschwistern die Verbundenheit. Tyrese ruft auch wirklich fast jeden Tag an, um mit den beiden zu reden. Ganz toll. Jack, guck mal, zeig mal, du hast Fieber. Komm, wir messen mal dein Fieber. Oh, ja. Oh nein. Ja, aber komm doch bald. Oh, ich will, mein Gott, dass ich nicht, weißt du was? Wenn dein Bruder kommt, wer weiß, was er alles mit dir macht. Mann, hat er ja gesagt.
Hat er ja gesagt, ne? Muss ja nicht mehr traurig sein. Und dann ist er immer hier. Der geht nicht mehr dann nach London oder sonst wohin. Okay? Ist, aber weißt du, was das heißt? Weißt du, jemanden zu vermissen, heißt, dass du diese Person lieb hast. Das ist was Schönes. Okay? Warte mal. Jetzt gucken wir mal, wie viel Fieber du hast. Mama. Ah, guck mal, da kommt der Papa. Hi, Schatz. Nee, Mama. Komm, lass mal deine Frau. Elisa, wir können ja gucken, ob es sich für dich fühlt. Ah, ne, warte doch mal. Wir können noch gucken, okay? Oh ja, das ist Fieber. Aber hallo, Papa. Ne? Elisanne ist traurig, weil sie Abe vermisst. Oh, die ganze Zeit. 38 Fieber hat sie. Oh, guck mal. Ja. Dann gebe ich dir jetzt was gegen dein Fieber. Ja, das kann sein. Ne? Abe. Hast du die schwarze Tonne rausgestellt? Ja. Alles klar. Kannst du mir bitte Taschentuch und die Nasenspray geben, bitte? Hier, nimm mal. Mund auf! Mund zu! So, Wasser! Mund auf, Mund zu! So, Wasser hinterher! Zack! Das waschen wir mal aus! Was möchtest du? Mein Bruder! Aber wie hat er ja erklärt jetzt, ne? Er kommt ja bald wieder, ne? Er kommt ja bald wieder. Okay? Okay? Er kommt ja bald wieder. Ne? Komm, wir putzen mal deine Nase. Komm, mach mal Hook. Hook, ihr Füße. Oh! Ui! Nase brennt! Was hast du gesagt? Ist das so eine Brotbox hier? Nee, das ist für Waschmittel und die gehört. Elisanne, die darfst du nicht nehmen. Kriegst du Ärger. Ja, die wollte, die hat das, deine Mutter hat gekämpft, die hat das noch nicht mal deiner Mutter gegeben. Lass das bloß dahin. Ja, die nimmt immer alles mit bei deiner Mutter. Die arme Frau. Schatz, willst du sofort was essen? Das Essen ist warm, ja? Ja. Wasch mal deine Hände. Ich habe auch Dings gemacht, Luft aufgefüllt. Unsere Versicherung habe ich runtergestuft. Hey, wenn du immer so guckst, dann denke ich, okay. Was ist? Schmeckt nicht? Doch. Hast du ein Experiment gemacht? Ja, ein bisschen, aber schmeckt nicht? Aber ganz ehrlich. Und du? Weißt du, das war nur die Suppe. Da habe ich gedacht, nur die Suppe ist ein bisschen wenig. Ja, genau. Da braucht noch was Input. Mhm. Und dann habe ich gedacht, mache ich die Mini-Klöße dazu oder Nochis? Ja, mit hast du ja den Nochis da rein. Komm, sag mal ehrlich, ist ja nicht schlimm, oder? Ich habe gerade auch gegessen. Mama, geh mir weg mit Nochis. Nicht Mochi, Nochi. Ich bin von Mochis traumatisiert. Ja, selber schuld. Schmeckt aber. Du bist aber von deinen Kopfhörern traumatisiert. So, Elisanne hat sich auf der Couch jetzt mal schön bequem gemacht. Das ist Rainbow High. Und wir gucken jetzt gemeinsam Rainbow High. Es ist auch schon mittlerweile 20 vor 6. Ne? Ihr Fieber ist ein bisschen runtergegangen. Ich vermisse ihr Bruder. Ja. Und man merkt das sofort. Die war gerade sehr emotional und jetzt geht es ihr wieder gemütstechnisch wieder besser. Ich werde mich jetzt auch auf der Couch ein bisschen ausruhen. Nachher lege ich Elisanne schlafen. Nilane ist oben in ihrem Zimmer, zockt mit ihren Freunden. Und die Woche ist so schnell rumgegangen, als wäre überhaupt kein Silvester gewesen. Es ist alles so auf einmal so ruhig geworden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, gute Nacht, schönen Abend.